Wird Ihnen öfter schwindelig? Ja, in letzter Zeit hast du häufiger Probleme mit deinem Magen. Heute hat sie die ganze Zeit sich übergeben und umgefallen bist du auch und der Chef hat sie hergeschickt. Okay. Aber mir geht's auch schon wieder viel besser. Na klar. Stimmt nicht. Wie sieht's aus? Blutdruck 160, Puls 72 und die Temperatur ist normal. Mhm. Guten Tag, ich bin Dr. Brentano. Guten Tag. Christina, ich bin deine Schwester. Freut mich. Hallo. Ach ja. Magenschmerzen, Schwindel, Erbrechen. Wie lange haben Sie die Beschwerden schon, Frau Schöning? Ja, keine Ahnung. Ich seit Tagen, Wochen, Monaten? Also ich habe letztes Jahr so eine Diät gemacht. Ich dachte, vielleicht könnte es davon kommen. Oder vielleicht auch vom Stress in der Kanzlei. Anna ist Rechtsreferendarin. In 8 Wochen macht sie ihr 2. Staatsexamen und dann ist sie Staatsanwältin. Wenn sie mich nehmen. Klar nehmen die dich. Du willst ja keine Bank mehr überfallen oder so. Ich gehe dann mal raus. Also, ich schaffe es. Ja, ich untersuche sie dann. Chris kann eine ganz schöne Chaosgröte sein. Aber sie steckt mich auch immer wieder an mit ihrer guten Laune. Hm. Setz dich mal bitte auf. Ich möchte sie abhören. Mit offenem Mund normal ein- und ausatmen. Haben Sie manchmal Atemprobleme? Luftnot, Husten? Eigentlich nicht. Warum? Die Atemgeräusche links sind etwas abgeschwächt. Ja, aber das hat doch nichts mit meinem Magenproblem zu tun, oder? Wahrscheinlich nicht, nein. Wir nehmen Sie stationär auf. Was? Kleines Blutbild und 1000 Milliliter Lenkerlaktat. Aber was fehlt mir denn? Das kann ich noch nicht sagen. Wir müssen erst eine Reihe von Untersuchungen durchführen und eine Magenspiegelung. Keine Sorge, wir verabreichen Ihnen ein Medikament, das Sie davon nicht spüren werden. Gut, wenn es sein muss. Und Sie bekommen noch eine Infusion. Nicht, dass Sie uns noch mal zusammenklappen. Einverstanden? Okay. Gut, dann sehen wir uns morgen. Nee, oder? Ah, und? Ich soll über Nacht hier bleiben. Ah, na, das klingt vernünftig. Ich hol dir ein paar Sachen. Brauch nichts weiter. Kommst du mal schnell? Könnten Sie Ihre Schwester bitte ins Zimmer 12 bringen? Mhm. Ja, danke. Was hast du da? Nichts. Das ist ein Brief von meinem Vermieter. Ist aber überhaupt nicht wichtig. Sicher? Sicher. Sonst noch Wünsche? Ja, dass du dir endlich mal einen Job suchst. Spaßbremse. Außerdem habe ich jetzt einen Job. Ich kümmere mich um meine große Schwester. Ach so, du könntest mir übrigens noch... Der Laptop bleibt zu Hause. So. Du spinnst, Chris. Nein. Ich bringe nur ein bisschen Farbe in den tristen Krankenhausalltag. Ich bin doch nur eine Nacht hier. Na und? Das ist ganz bestimmt nicht erlaubt, schon alleine wegen der Hygiene. Das habe ich frisch gewaschen. Ist das Anton? Mhm. Ich wusste gar nicht, dass du den noch hast. Der will auch, dass du ganz schnell wieder gesund wirst. Was hast du denn? Ich weiß es nicht. Die Magenspiegelung ist erst morgen. Mhm. Und was ist mit dir? Nichts. Wieso fragst du? Ich mache mir einfach Sorgen um dich. Das musst du nicht. Komm mal. Was soll das? Du kannst es bestimmt gut gebrauchen, oder? Los. Danke. Und jetzt mach was aus dem angebrochenen Abend. Aber ich habe hier alles, was ich brauche. Mehr als das. Los, hör ab. Okay. Aber morgen komme ich wieder. Gleich früh. Eigentlich wollte ich ja deine Lieblingsschokolade mitbringen, aber dann habe ich den hier gefunden. Sag mal, der muss ja ein Vermögen gekostet haben. Mit dem alten Teil kannst du ja nicht mal einen Assistenzarzt beeindrucken. Du solltest dir doch was Gutes tun. Hab ich? Ich hab dir eine Freude gemacht.
Und ja, ich habe jetzt auch einen Job. Ich mache Modeschmuck. Bea nimmt mich nächste Woche mit auf den Wochenmarkt. Was ist denn eigentlich mit dem Brief von deinem Vermieter? Wolltest du mir den nicht zeigen? Sicher? Ja, sicher. Das ist eine letzte Mahnung, Chris. Ja. Und ich habe bis morgen Abend Zeit. Über 3000 Euro? Sag mal. Ja, aber du kannst doch noch was machen, oder? Also formal gesehen ist es keine Kündigung. Er kann dich nicht vorsorglich aus der Wohnung werfen. Wir sollten aber erstmal der Mahnung widersprechen. Und falls wir das Geld nicht zusammenbekommen, dann... Alles in Ordnung. Du weißt schon, dass dir eine Zwangsräumung droht, Chris. Soll ich jemanden holen? Nein, nein, ist alles gut. Keine Temperatur, Blutdruck und Puls unauffällig. Die Patientin hatte nachts keinerlei Beschwerden. Doch, sie hat vorhin plötzlich keine Luft mehr bekommen. Wir haben ganz normal geredet und auf einmal hat sie angefangen, heftig zu atmen. Sonstige Schmerzen? Nein. Ich höre noch mal ihre Lunge ab. Ruhig und gleichmäßig atmen, wenn es geht. Auf der linken Seite ist ein Geräusch, das da eigentlich nichts zu suchen hat. Wie ein Glucksen. Wie, hat sie jetzt noch was an der Lunge, oder was? Das werden wir herausfinden. Thorax-Röntgen in zwei Ebenen. Mhm. Ja, und die Magenspiegelung? Brauchen wir vielleicht gar nicht. Bitte. Dr. Brentano wird den Befund gleich mit Ihnen auswerten. Hey. So. Dann bis später. Bis später. Das hat ja lange gedauert. Und jetzt muss ich schon wieder warten. Ja, ich helfe dir. Du, ich habe mir überlegt, wir sollten deinen Vermieter auf jeden Fall sofort schreiben. Das bringt nichts. Und außerdem... Wir könnten wenigstens eine Fristverlängerung erreichen. Außerdem sollst du dich damit nicht belasten. Bin ich deine große Schwester oder nicht? Hm? Ja. Ich rede nochmal mit ihm. Ist jetzt sofort? Ja. Und wer liest uns Märchen vor? Später, versprochen. Bist du sicher, dass es eine gute Idee ist? Vertrau mir. Mach keinen Blödsinn. Ich schaff das schon. Frau Schöning, hatten Sie in letzter Zeit einen Unfall? Oder sind Sie mit dem Oberkörper irgendwo gegengeprallt? Müsste schon länger her sein, bevor Ihre Magenprobleme begonnen haben. Entschuldigung. Vor einem halben Jahr ungefähr bin ich mit dem Fahrrad gestürzt. So eine Straßenbahnschiene. Und dabei habe ich mir die Seite ziemlich heftig an der Bordsteinkante geprellt. Waren Sie beim Arzt? Ja, aber war nichts, nur blaue Flecke. Warum? Die Röntgenbilder weisen auf einen Riss des Zwerchfells hin. Ja, aber das kriegt man doch wieder hin, oder? Wir machen als nächstes ein CT, um Klarheit zu haben. Sie kümmern sich drum. Darf ich nur noch ganz kurz telefonieren, bitte? 5 Minuten? Ja. Du hast angerufen, was gibt's denn? Okay, jetzt beruhig dich erstmal. Am besten du kommst her und erzählst mir alles, ja? Ja, das kriegen wir schon wieder hin. Okay, bis gleich. Du hast was? Ausgerechnet hier? Mann! Ich hab die Tasche gesehen, da war das ganze Geld drin. Und dann hab ich an meine Schulden gedacht und dann... Jetzt weiß ich auch, dass es nicht in Ordnung war. Du liegst hier und ich beklaue das Personal. Was machen wir denn jetzt? Ja, du musst das Portemonnaie zurückgeben. Sofort. Geht nicht. Hast du das Geld etwa schon ausgegeben? Nein. Ich hab's zu Hause. Ich hatte Angst, dass ich verliere. Dann sag wenigstens Bescheid, dass du das Portemonnaie hast. Aber ich will nicht ins Gefängnis. Du musst doch nicht ins Gefängnis. Es dürfte als einfacher Diebstahl durchgehen. Ich bin auf Bewährung. Wie bitte?
Dann war das also damals doch keine Lappalie. Doch. Doch, das war's. Das hat der Richter nur anders gesehen. Und wenn ich jetzt auch mal verurteilt werde, dann muss ich ein halbes Jahr in den Knast. Das stehst du nicht durch. Und jetzt? Jetzt hol erstmal das Geld und dann sehen wir weiter. Du brauchst mich. Also. Ich komm schon, Kleid. Los. Danke. Ja, aber reicht es nicht, wenn ich die Anzeige... Ich suche meine Schwester. Haben Sie sie gesehen? Nein. Es ist wirklich dringend, bitte. Schwester Julia, sind Sie sicher, dass Sie sie nicht gesehen haben? Sie war vorhin im Schwesternzimmer und... Um das Portemonnaie zurückzugeben. Von Frau Dr. Globisch, ja. Sie wissen auch noch davon? Frau Schöning? Frau Schöning, geht es Ihnen gut? Können Sie bitte ganz schnell Dr. Bentano rufen? Wir kommen so schlecht. Ja, Frau Schöning, Dr. Bentano kommt gleich. Versuchen Sie einfach bis dahin ganz ruhig zu atmen. Ich setze Sie jetzt aufs Bett und Sie beugen sich leicht nach vorn und dann dürfte das Atmen Ihnen eigentlich auch schon viel leichter fallen. Atmen Sie einfach ganz ruhig ein und aus. Was ist passiert? Sie hat plötzlich wieder Atembeschwerden. Das habe ich befürchtet. Frau Schöning, das CT hat meine Vermutung bestätigt. Sie haben sich einen Zwerchfellriss zugezogen. Deswegen bekomme ich so schlecht Luft? Ein Teil des Magens ist in die Brusthöhle gerutscht. Dadurch wird die Lunge verdrängt und Sie haben Atemnot. Und es kommt zu Problemen mit der Nahrungspassage, daher das Erbrechen. Und jetzt? Wir sollten operieren, zeitnah. Wie gefährlich ist sowas? Der Riss liegt ungünstig. Es wird eine große OP. Wir müssen sowohl Bauch als auch Brusthöhle öffnen. Das heißt, Sie sind einverstanden? Das bleibt mir anderes übrig. Gut, dann bereiten Sie alles vor. Okay. Soll ich Ihre Schwester anrufen? Nein, nein, besser nicht. Okay. Dr. Globisch kommt gleich wegen des Anästhesiegesprächs. Dr. Globisch? Ja. Sie übernimmt die Narkose. Warum fragen Sie? Nur so. So, Frau Schöning. Also dann bis später. Könnte ich noch was Privates mit Ihnen besprechen? Augenblick. Erst möchte ich das hier mit Ihnen klären. Sind Sie schon mal operiert worden? Ich habe hier einen OP-Aufklärungsbogen für Sie. Den lesen Sie sich bitte gründlich durch und geben ihn mir dann unterschrieben zurück. Und was wollten Sie mit mir besprechen? Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich Ihr Portemonnaie gestohlen habe. Sie? Ja. Ich konnte einfach nicht anders. Es war natürlich völlig daneben, aber ich habe meiner Schwester auch sofort gesagt, dass sie es zurückbringen soll. Ihre Schwester? Ja. Sie hat mir auch deswegen heftige Vorwürfe gemacht. Wie kommen Sie dazu? Hier in der Klinik? Haben Sie eine Ahnung, was Sie damit angerichtet haben? Wenn ich das irgendwie wieder gut machen kann. Warum tun Sie so etwas? Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Das macht es nicht besser. Werden Sie mich trotzdem operieren? Natürlich werde ich die Narkose bei Ihnen durchführen. Und zwar so gründlich wie bei jedem anderen Patienten. Alles andere klären wir nach der OP. Danke. Die Patientin ist bereit. Stimmt es, dass sie sie bestohlen hat? Ja, aber ich habe kein Problem damit, falls es Sie interessiert. Zumindest jetzt nicht. Wir können. Gut, dann los. Wie lange wird es noch dauern? Ihr Blutdruck ist sehr niedrig. Die Präparation ist mühselig. Alles verwachsen. Ich bin noch lange nicht am Riss. Ich muss mich erst durch die ganzen Verwachsungen durcharbeiten. Sie verliert zu viel Blut. Ja, es blutet auffällig stark. Wie war die letzte Gerinnung? Unauffällig. Hängen Sie noch eine Infusion an. Ich kann das Volumen nicht so schnell ersetzen. Lassen Sie noch Konserven nachkreuzen. Ich werde hier noch einige Zeit brauchen. Mehr am Haken ziehen. Globisch, ich brauche noch 4 Eri-Konzentrate. Schöning, Anna. Ja, aber es ist dringend.
Eigentlich müsste ich hier liegen. Aber ich verspreche dir, ich mache alles wieder gut. Du darfst mich jetzt einfach nur nicht alleine lassen. Wenn ich weiß, dass du da bist, dann packe ich alles. Auch den Knast, das weiß ich. Lass mich jetzt nicht alle. Bitte. Guten Morgen. 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 Sieht so aus, als wären Sie über dem Berg. Warten Sie bitte einen Moment draußen, ich möchte Ihre Schwester noch mal untersuchen. Gut. Dann bis später. Frau Doktor, die Sache mit dem Geld, ich wollte... Kommen Sie rein. Das mit dem Geld hat sich erledigt. Zum Glück habe ich bemerkt, dass ich mein Portemonnaie nur verlegt hatte. Ich habe meine Anzeige schon zurückgezogen. Ich habe mir noch was überlegt. Ich suche mir jetzt einen richtigen Job, damit ich meine Schulden bezahlen kann. Mhm. Meinst du das ernst? Ja. Für irgendwas muss das ja alles gut gewesen sein. Und für den Anfang wohnst du erstmal bei mir, ja? Sicher? Ja, sicher. Cool, dann kümmere ich mich um dich. Du? Ja, wenn ich Zeit habe. Weil sonst muss ich ja arbeiten.